Hallo zusammen, wir sind hier heute in der Werkstatt und wir fertigen wieder mal Solarkühlschränke. Das ist der WL271, hat 205 Liter Nutzinhalt. Oben dran ein Tiefkühler und unten dran ein Kühlschrank. Und dieser Kühlschrank läuft auf 12 Volt. Direkt auf 12 Volt, direkt von der Batterie. Man kann natürlich auch einen Wechselrichter nehmen und dann einen 230 Volt Kühlschrank betreiben, aber dann brauchen wir etwa doppelt so viel Strom, wie wenn er direkt läuft. Wir nehmen hier einen Standardkühlschrank und bauen den um. Was bauen wir um? Wir sehen hier den Kühlschrank jetzt von hinten. Hier ist eine 12 Volt Kühlmaschine drin mit dem natürlichen Kältemittel R600A. Auch hier der Gefahrenhinweis, weil dieses Kältemittel ist brennbar. Aber es ist eine kleine Menge drin, von dem her nicht das Problem oder irgendwie explosiv. Wir haben hier eine Tropfschale, wir haben innen drin eine automatische Abtauung im Kühlfach und das Wasser läuft hier drunter. Runter und verdunstet durch die Abwärme vom Kompressor. Wir haben auch hier eine Steuerung, die Secop, hier 12 Volt Anschluss, Stromversorgung für die Innenbeleuchtung, Signal für den Thermostaten und die Rückleitung oben auf den Thermostaten, der hier den Kompressor ansteuert. Und hier ist ein Widerstand, dass der Kompressor auf Maximaldrehzahl läuft. Ein bisschen weiter oben haben wir das Elektroschema und auf der Seite hier ist Tippenschild von diesem Kühlschrank. Und ihr seht hier Made in Switzerland oder Made in Swiss, weil wir hier der Arbeitsanteil vom Kompressor wechseln ist größer als der Wert des Kühlschranks. Ja, dieser Kühlschrank ist für freistehend ausgelegt, also nicht für den Einbau, weil die Wärme wird hier über die Seitenwand abgegeben. Wenn wir also diesen Kühlschrank einbauen im Holzschrank und den nicht belüften, dann wird dieser Kühlschrank ersticken bzw. der Stromverbrauch steigt. Weiter haben wir hier im Kühlschrank diesen Rückwandverdampfer, der taut automatisch ab. Weiter haben wir hier eine Innenbeleuchtung und den mechanischen Thermostaten. Also ein Gerät mit 205 Liter Komplettnutzinhalt, direkt auf 12 Volt, in einer Inselanlage, also das heißt ein Schrebergarten, eine Alphütte, die mit einer Solaranlage versorgt wird. Und diesen Kühlschrank können wir mit 200 Watt Solarnennleistung betreiben. Ich mache euch hier einen Link über einen Kühlschrank Schrebergarten, was ihr alles braucht dazu, um diesen Kühlschrank autonom zu betreiben, also ohne Stromanschluss, Batterie und so weiter. Ja, das soll es gewesen sein heute vom Solarkühlschrank. Hier das Video von der Solaranlage und hier der kleine Bruder, der WL160. Ich wünsche euch einen schönen Tag.